Herzlich willkommen hier bei Discovery TV Rooftop Session Zurich. Mein Name ist Geraldine, neben mir ist der Tobi. Was für einen Song gibt es jetzt? Ich spiele einen Song, der heißt Drink Your Rivers. Viel Spaß! Cigarettes and wine, collarbone dipped in sunshine and sunshine. There's coffee stain on your thigh, fingers wandering blind. I wanna drink your rivers, drink your rivers. I'm afraid to die. I think that I'll be saved and I'll be fine. Oh, in the light, oh, in the light. But I don't wanna leave to this garden of Eden, dear, with a flower like you lifted. Lifting me. This holy felt just like a fever dream, a fever dream. This holy felt just like a fever dream. Was für eine Stimme. Singst du schon lange, machst du schon lange Musik? Wann hat das angefangen? Ja, also ich glaube, ich bin in einer mega musikalischen Familie aufgewachsen. Also mein Papi hat immer schon Klavier und Gitarre gespielt. Als ich ganz klein war, haben wir halt auch immer so zusammen gesungen. Meine Mami hat Flöte gespielt. Ich musste zum Glück nie Flöte spielen, mein Bruder aber schon. Meine Schwester haben auch beide Instrumente gespielt. Dann. Ja, mein Bruder und ich haben dann halt auch beide Gitarre gespielt und Bass. Und ja, wir haben irgendwie viel daheim gesungen. Mein Papa ist Pfarrer und wir waren mega oft in der Kirche. Und irgendwie singt man halt immer auch in der Kirche. Und jetzt, auch wenn das jetzt nicht gerade meine Musikrichtung per se ist, hilft es, glaube ich, einfach immer, wenn man singt, irgendwie langsam das Gespür für seine Stimme bekommen. Und ich glaube, dann ist es wie so einfach Übungssache, die mich dann mega bestärkt hat, auch zu singen. Weil ich es halt so oft schon in einer grösseren Gruppe gemacht habe. Dann traust du dich vielleicht auch ein bisschen. Ja, nein.
Ich kann auch in der Kirche müssen singen. Und ja, ich habe vielleicht nicht so viel gesungen wie ihr, aber ich glaube, wenn ich jetzt da müsste stehen, ich glaube, es würde nicht so gut tönen. Du musst dich einfach getrauen. Du musst dich getrauen und immer wieder machen und dann irgendwann kommt es mega gut. Unter der Dusche dann vielleicht, ja. Ja, hauptsache du machst es. Egal wo und wie. Ja, das stimmt auch wieder, ja. Und Musik an sich, also eben singen, hast du da auch irgendwie Stunden genommen gehabt, oder hast du es mir einfach wirklich für dich und dann mit der Familie so gemacht gehabt? Ja, also ich habe eigentlich lange keine Stunden gehabt. Also ich habe eben die Heime so gesungen. Dann irgendwann mal so in den ersten Bands habe ich einfach so ein bisschen Backup-Gesang gemacht. Und halt auch dort irgendwann wirst du ein bisschen sicherer. Und dann habe ich irgendwann plötzlich meine eigene Band gehabt, die ich gesungen habe. Auch wenn ich jetzt nicht mega Erfahrung oder eine Ausbildung hatte. Irgendwann habe ich mir dann gedacht, hey, es wäre vielleicht mal gescheit, wenn du es auch noch mal ein bisschen professioneller anschaust. Und ich habe dann eine coole Gesangslehrerin gehabt. Und etwa ein halbes Jahr bin ich dann einfach bei ihr gewesen. Da dachte ich, lerne jetzt mal die Basics, wie man richtig schnauft und so. Habe ich alles wieder vergessen, aber es war gut, dass ich es mal gelernt habe. Solange also, du zum Atmen kommst beim Singen, ist alles gut, würde ich mal sagen. Wenn du blau anlaufst, ist dann irgendetwas nicht mehr so gut. Ja, das passiert. Manchmal, wenn ich einen Ton lang aushalte, habe ich das Gefühl, zwickt es mir irgendwie so. Und ich glaube, das ist nicht so gut. Mal schauen. Solange ich es noch machen kann, mache ich es noch so. Würde ich sagen, solange du nicht umkippst, ist alles noch gut. Bei deinen Songs, jetzt gerade bei dem, wie sind da deine Gefühle, was hat da bei dir jetzt ausgelöst gehabt? Ja, also ich glaube, Songs sind für mich auch immer ein bisschen Therapie, wo ich probiere, verschiedene Sachen ein bisschen zu verarbeiten, die mich gerade beschäftigen im Alltag. Und das ist im Leben, es kann auch so ein bisschen philosophisches Thema sein. Ich meine, eben, wenn wir jetzt, ich komme jetzt mal schnell zurück aufs Thema Chile, wenn das okay ist. Sorry. Zum Beispiel, ich habe mega lange so ein bisschen Mühe gehabt, dass eigentlich die Idee ist, wenn du stirbst und in den Himmel kommst, dass es nachher mega schön ist, aber es hört nie auf, oder? Es ist wie so die Ewigkeit. Und ich habe immer schon als Kind mega Probleme mit diesem Konzept gehabt. Und inzwischen kann ich das einigermaßen damit umgehen. Aber was ich jetzt mega schade finde, ist zum Beispiel, dass mega viele Sachen auf der Erde, die ich jetzt gerade geniesse, sei das jetzt Freundschaft oder Liebe oder vielleicht einfach die Stadt, die ich so gerne habe, dass es das ja dann wahrscheinlich wie nicht mehr geben wird. Und irgendwie habe ich das letztes Mal so gedacht und so das Gefühl gehabt, das ist irgendwie mega schade. Und dann ist das jetzt auch in diesen Song hineingeflossen. Also es sind ganz, ganz viele verschiedene Themen, glaube ich. Sehr interessant. Auch wenn es um Kilo geht. Aber ich finde es so interessant, wie man das kann verbinden kann, aber gleich irgendwie, was es gleich dann etwas anderes in eine andere Richtung geht, würde ich mal sagen. Sehr interessant. Okay. Hast du noch einen zweiten Song für uns? Ja, ich spiele noch einen Song, der heisst «Will You Love Me in November». Cool. Dann los geht's rein. Baby, I don't mind. I wanna make you mine.
you love me in November like you've loved me in May. And when you want me tomorrow like you've wanted me today. Where you love me in November like you've loved me in May. Like you've loved me. Of pretty life that we tell each other for comfort. Just once in a while, I need you to tell me it'll all be fine, despite the things I've blundered. Now I don't have a clue about what I'm gonna do. Sehr ein schöner Song. Wo du den geschrieben hast, erzähl mir ein bisschen mehr von dem Song noch. Einfach so. Ja, also ich habe so einen kleinen Cheatcode beim Songs schreiben. Mhm. Und eigentlich, ich mag mega Stephen King und seine Bücher. Und ich glaube, fast jedem Song kommt irgendwie ein bisschen Inspiration oder ein Zitat von ihm vor. Mhm. Und das ist jetzt ausnahmsweise mal nicht von ihm, sondern das ist von Jack Kerouac, der On the Road geschrieben hat. Er ist von meinen absoluten Lieblingsbüchern und er schreibt halt viel so ein bisschen über Themen, die ich das Gefühl habe, die jetzt im Jahr 2020 für junge Erwachsene mega aktuell sind, auch wenn es irgendwie der 50er Jahre war, wo er es geschrieben hat. Und so wie der erste ein bisschen Millennial war, so für mich, wo sich so auf die Reise gemacht hat und die Roadtrips und so ein bisschen, wo passe ich genau rein im Leben. Und er hat dann eben auch den Satz gesagt, will you love me in November like you loved me in May? Und ich habe gedacht, wow, das ist eigentlich mega, mega schön, ja. Und ich habe es dann einfach geklaut. So ist das. Aber da hört man ja eben auch wieder raus, dass Bücher gleich noch mega viel verleitet hat zu anderen Sachen. Also, gerade Stephen King ist wirklich mega gut. Ja. Vom Sound her, Schust, wie bist du auf die Richtung gekommen? Was hat dich dazu getrieben? Ja, erzähl mir ein bisschen mehr darüber. Hey, also ich glaube, ich habe immer schon ganz, ganz viele verschiedene Musikarten gehört. Mhm. Ich glaube, ich höre am allermeisten Deutschrap, ehrlich gesagt. Also es ist so, ich höre überhaupt nicht die Musik, die ich spiele. Aber ich glaube, ich kann irgendwie auch nicht andere Musik schreiben. Also ich habe mir schon 100 Mal vorgenommen, jetzt machst du so wirklich einen Indie-Song oder das wird jetzt wirklich so schnulzen und es kommt immer ein bisschen in die Richtung, wo ich jetzt spiele. Und ich glaube, das sind einfach die Songs, die ich schreiben kann, ob ich will oder nicht. Ja, und
so passiert es dann halt, ja. Also mir gefällt es. Du kannst so bleiben. Ja, hey, es war mega schön, dass du da warst. Merci. Und man hört hoffentlich mehr von dir. Sehr gerne. Auf jeden Fall, hoffentlich. Hey, und das war bei uns schon wieder. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis bald.